Ja, willkommen wieder bei Görke TV News und sag mal was? Hallo! Jetzt geht's los. Ja, ihr Panneköpfe da draußen, wir haben wieder Nachrichten für euch, wie immer. Und natürlich hier Görke TV News mit der Julia. Sag mal, total noch mal hier. Guten Tag. Ja, bist auch am Starten. So, wir schlagen mal hier wieder unsere Nachrichtenseite auf. Habt ihr gesehen, wie Assi, der mich schon wieder schön weggeschoben hat? Ja, ich hab ja auch ein King-Size-Menü. So, und ich würde mal sagen, Nachrichten gibt es wieder. Und gleich die erste dramatische Anzeige, die hier uns entgegenfliegt. In Münster wurde ein Zoowärter von einem Tiger... Ja, zerfleischt, kaputt gemacht. So, was sagst du dazu? Ja, die sehen schön aus, aber irgendwie... Tiger sehen schön aus? Ja. Ja, ist eine Katze. Eine große Katze. Ja, also ich bin ja der Meinung, man sollte so, wenn man so wilde Tiere wegsperrt und denen dann auch noch versucht zu füttern und so weiter und zu streicheln, kann das passieren, dass man kaputt gebissen wird. Was sagst du? Ja, ich sag immer noch das Gleiche wie eben, brauchst mich die ganze Zeit so fragen. Scheiße ist es? Aber passiert. Es wurde auch letztes Jahr, ist ja auch mal eine Nachricht vom Hai und so Hai-Attacken, dass welche kaputt gemacht werden. Sky Doku gibt es mal so Hai, HD und so weiter und wird kaputt gebissen. Ja, ich denke mal, wenn man in die Zone dieser wilden Tiere eindringt, kann man damit rechnen, dass die einen Billemann wegbeißen oder so, ne? Ja, weiter. Was so haben wir noch? So, ja, passiert. Gestern Dortmund, ne? Was sagst gestern du dazu? Dortmund hat es verkackt gegen Neapel. Ja, passiert auch. Und Jürgen Klopp ist ausgerastet. Was sagt ihr zu dem Pannekopf? Was findest du? Ja, ich finde es ganz lustig. Es gibt ja auch so, ja, mal so Mönche an der Seite, die irgendwie für ihre Mannschaft Mönche? Nichts tun. Ja, und der Klopp, der rastet wenigstens aus und setzt für seine Mannschaft ein. Aber asozial ist es schon manchmal. Gehen wir nochmal durch hier. Der Hausmeister gab Klopp Asyl. Der ist beim Hausmeister dann rein und hat sich das Spiel auf dem Fernseher angeguckt. Süß, ne? So. Polizei. Die Polizeiakte des Millionärs entführt. Er wieder irgendeiner entführt, der Geld brauchte. So, und dann, ja, Promi Big Brother, Nutten und Vollidioten auf also einem ganz Haufen. Ehrlich, irgendwie ist das komisch mit der Cindy und dem Pocher. Ja, die finden Cindy so und Pocher, ich weiß gar nicht, die haben, wahrscheinlich müssen sie nicht groß bezahlen. Die beiden, die sind irgendwie meiner Ansicht nach überhaupt nicht witzig. Die Dicke und der Vollklopp. Kopf. Ja. Und die aus dem Haus, die kenne ich alle gar nicht. Wie soll man krampfhaft versuchen, Scherze zu bringen, der Jenny? Pocher? Und diesen von YouTube. Ich kenne den Boxer und der Simon Desue ist auch da, aber irgendwie, der sagt überhaupt nichts, der ist total leise. Naja, Promi Big Brother ist, kannst du in die Tonne klappen. So. Noch. Ja, Spiele PS4. GTA, 10. Mensch, das müsstest du doch eigentlich. GTA 5, ja. Das Problem ist, ich habe erstmal gedacht, kommt neue PlayStation, neue Xbox raus, verkloppt eine PS3. Und auf einmal kommt GTA 5 raus, aber nicht für den PC. Jetzt stehe ich da ohne Konsole. Jetzt bin ich wieder dabei, irgendwie mir eine alte Konsole zu kaufen, nur für anderthalb Monate, bis die neuen rauskommen. Schon albern irgendwie. Solange spielen wir Battlefield. Naja, solange spielen wir Battlefield, wieder Let's Plays. Ich habe mir auch ja, schon Fragen gebessert. Ja, was sagt ihr eigentlich zu meinem Wannabe Let's Play Einsatz? Sie hat sich kurz kaputtmessern lassen und dann war es, dass sie auftritt bei Battlefield. Wir gehen nochmal hier auf die Nachrichten ein und das ist ja unser Thema. Sag mal eine Rubrik, News, ach, Politik, nee, Geld und Ahnung. Ich habe eine eigene Rubrik. Welche? Görki News, mal wieder Fakten. Fakten? Was ist denn für Fakt? Ja, ich wollte doch noch was über dich erzählen. Ja, aber das könnten wir parallel in einem anderen, separaten... Nö, das mache ich jetzt hier. Und zwar, neuer Görki-Fakt. Wusstet ihr zum Beispiel, dass Görki sich in etwa... Was? 20 Minuten bei jedem Zähneputzen die Zähne putzt? Ohne Scheiß. Ja, da werden ja auch richtig sauber hier. Ja, der putzt sich alles weg, hat mittlerweile eine Zahnlücke. Ja, eine Zahnlücke. Ja, vom Wegputzen. Eine Zahnlücke geputzt habe ich mir. Oh, das geht aber nicht. Nee, wirklich, ist echt, ja. Ja, ich meine, es gibt welche, die putzen sich gar nicht die Zähne. Dann lieber, Ja, jeder siebte Deutsche oder so putzt sich die Zähne. Putzt sich nur einmal die Woche die Zähne. Ja, aber man kann ja auch Kaugummi mal einfach essen, geht da auch. Oh, so, eine Rubrik, schlag nur eine vor, wir machen nur eine. Geld. 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 Rubrik Geld tippen wir jetzt an und was gibt es für Nachrichten dort? Was bedeutet das Geld für mein Geld? Nee, was bedeutet das für mein Geld? Geld ist du hast eine scheiß Region. Die teuersten Straßen in Deutschland, also wo die teuersten Häuser oder Mieten sind oder Quadratmeter, gehen wir mal drauf und wir haben hier eine Liste und auf den ersten drei Plätzen ist Sylt. Wo wohnt ihr denn? Ist das teuer oder billig? Sylt, München, Starnberger See, ja, dann kommt noch Hamburg und Just. Ja, also wenn ihr teuer wohnen wollt, dann zieht nach Sylt, da könnt ihr auch Krabben fressen ohne Ende
Und ja, war die schon mal auf Sylt? Ich war da mal zu Kur als kleines Kind und dann nochmal. Ist schon teuer, aber sind schöne Dünen da, muss ich mal sagen. Ne? Zur Therapie oder was? Zur Therapie, hast du da? Genau. Was hast du für meinen, ja, die haben gesagt, ich putze mir zu lange die Zähne. Und dann haben sie gesagt, ich muss zur Therapie. Da war ich auch schon fünf, klein Görki in Therapie. Durfte ich mal eine Woche nicht die Zähne putzen. Auf Sylt in der Zahnputztherapie. In Sylt, da riecht's niemand. Unterhaltung, da kommen bestimmt wieder die Nutten und Vollidioten aus dem Cook, Big Brother Haus, ganz oben weg. Dieser eine, der sieht auch lustig aus. Wie heißt der? Fancy? Ich weiß nicht, was das für eine Gestalt ist, aber vielleicht ist das ein Alien, man weiß es nicht. Das könnte Boah, die eine, wie heißt die andere, die immer die Sachen machen muss? Die Natalie. Die Hackfresse also mit dicken Titten. Mal ganz ehrlich, wenn ich mir die Titten machen lasse, oh, dann braucht man doch auch einen dünnen Bauch, oder? Ja, mach doch mal. Arschloch. So, also ganz ehrlich, die ist irgendwie oben fett und unten auch fett. Also wenn ich schon so geile Titten hätte, dann wollte ich doch auch einen flachen Bauch dazu, wie oder? Wie redest du denn? Wir sind hier im Fernsehen. Okay, wenn ich einen vollbüsigen Busen hätte, dann hätte ich gerne auch einen flachen. Ja, aber die muss auch erstmal Gesichts-OP machen. Diese Natalia, die sieht ja aus wie, wow, wie ein Stück Scheiße in Kotze gemischt mit ein bisschen Popel drauf gestreut. Also ich finde sie hässlich, die alte Ziege. Und dann gibt es noch diese hier, die im Playboy war. Die sieht aus wie Muhammad Ali. Ja, so hübsch finde ich die Mädels jetzt auch und nicht. Und dann gibt's noch, Hasselhoff ist raus, hat Warum? Wohl keinen Bock mehr. Ja, und dann, die hat mir eine andere gestalten. Am hässlichsten und am schlimmsten finde ich diese Luzi. Ich kann die Alte, allein wenn die Fresse aufmacht, könnte ich ihr den Kopf wegschießen, ey. Die Alte, ja, die nervt also allein die Rede. Ich bin der No Angels Fan bei mir. Ja, No Angels, komm hier. So, noch eine letzte Rubrik, sonst zieht sich ja in Länge, der ganze Quatsch hier. Komm, such du aus, Julia darf aus, um ich rede. Ja, denn? Natürlich, hier oben hast du Auto, Spiele, Regio. Bundesliga, Sport, Ratgeber. Da waren wir doch schon. Ja, deswegen nimmst du jetzt was anderes. Komm, ja, Gast, auf News. Das wird langweilig für die Zuschauer, die wollen Unterhaltung. Okay, ja. News. Mann erschießt Ehefrau vor Augen der Polizei. Jawohl. Also ich würde sagen, da muss man sich erstmal trauen, vor der Polizei jemanden zu erschießen. So, nächstes. Schweigesekunde. Hier, ich kann euch mal meine goldene Eichel zeigen. Ja, eine goldene Eichel. Seht ihr die? Das ist eine Kette, soll das sein? Sieht aus wie eine Eiche. Warte mal. Wenn man keinen Geschmack hat, kauft man sich sowas. So, sieht man das? Hallo! Übrigens, ich habe eine neue Hose. Soll ich die mal zeigen? Hier habe ich mir gestern gekauft. Komm, setz wieder hin, interessiert keinen. Aber sind wir unscharf jetzt? Nee, ne? Ich weiß nicht genau. Wenn du es jetzt verkackt hast, dann kriegst du gleich wieder häusliche Gewalt, aber eine Stunde lang. So, ich würde sagen, das reicht für heute. Ja. Julia? Dein Auftritt? Das ist der Bizeps! Ja, Trizeps hat den Du willst doch bald auf die Bühne. Ich muss dich jeden Abend muss ich hier so einölen mit diesem Gegner, mit dem Zeug für die Bühne. Aber Trizeps hat es noch nicht so drauf. Komm, zeig mir mal. Ja, und du? Ja, ich bin gerade, ich habe immer noch Verletzungen hier, aber bald kann ich auch wieder langsam trainieren. Und so lange mache ich gerade so Chilling. Playmobil. Das ist gerade mein Hobby. Ich habe ein neues Playmobil-Ritterbuch gekauft. So, wir machen Schluss. Jo. Sag Tschüss. Tschüss. Auf die Plätze, fertig. Tschüss, bis bald. Ciao. Und wenn es jetzt zu scheiße zu Allmann jetzt fandet, dann, ja, dann klickt uns einfach weg. Müsst ihr nicht gucken. Ciao.